Tirol feiert die Ötztaler Radweltmeisterin Laura Sticker und ganz Österreich freut sich über ihren Jubel. Fans aus aller Welt verfolgen das spannende Juniorinnenrennen und wie schon bei den Bewerbern zuvor wird am Straßenrand gefeiert und mitgefiebert. Auf das Herzschlagfinale bei der UCI Straßenrad-WM Innsbruck-Tirol 2018 folgt für die frisch gebackene Junioren-Weltmeisterin ein emotionaler Abend. Bei der von Ötztal Tourismus und Tirolwerbung spontan organisierten WM-Feier in Innsbruck wird der neue Radstar aus Haiming von Familie, Freunden und Wegbegleitern ausgiebig bejubelt. Das ist eindeutig das Beste, was ich jetzt gefahren bin. Vor heimischem Publikum, das hat man nicht jeden Tag. Und es war einfach so gewaltig auch. Jeder hat die angefeiert, jeder hat die pusht. Es war einfach unglaublich. Wenige Wochen nachdem die 18-Jährige ihren zweiten Junioren-WM-Titel im Mountainbike gewonnen hatte, triumphiert sie in ihrem erst zweiten Straßenradrennen. Ein Traum geht in Erfüllung. Wo dann die Französin dazugekommen ist, dann meinte ich, bitte nicht den vierten, bitte nicht. Aber dann habe ich einfach alles gegeben, was in meine Haxen rein war. Und dass es jetzt zum Sieg gereicht haben, das ist ja Wahnsinn. Der WM-Sieg ist eine taktische Meisterleistung. Davon ist auch Trainer Robert Scheiber überzeugt. Jeder weiß, wer vorne im Wind fährt, hat 100% und der, was irgendwo in der Mitte fährt, der wird halt so bei 69% liegen. Und das ist natürlich ein großer Unterschied. Und ja, also das war wirklich eine coole, geniale Leistung von der Laura heute. Mit dem umjubelten Sieg hat die neue Tiroler Junioren-Radweltmeisterin der Heim-WM die Krone aufgesetzt. So präsentiert sich Innsbruck-Tirol dieser Tage als Sportland Nummer 1 der Alpen. Ja, der heutige Sieg unserer Laura war natürlich wirklich eine tolle Geschichte für das Land Tirol. War natürlich das Tüpfchen auf den I für unsere Rad-WM. Und wir haben hier ein tolles Talent, das in Zukunft auch den Radsport in Tirol wirklich nach oben bringen kann. Was ganz witzig ist, ist, dass die Laura im Winter in der Area 47 in der Eventhalle trainiert, weil da trainiert sie ihre Technik. Und wir sind stolz, da Teil dieser Radwärme sein zu dürfen. Mit dem Triumph von Stigger hat das ganze Land gewonnen. Davon ist auch der ehemalige Radprofi, WM-Botschafter und TV-Experte Thomas Rohrecker überzeugt. Da gehen Bilder einfach in die weite Welt hinaus. Wir verkaufen uns perfekt und mir taugt es einfach, dass unser Heimatland da so gut präsentiert wird und da mitmacht. You're on top of-